Guten Morgen und herzlich willkommen zur Der Aktionär Frühbörse. Ja, zunächst einmal der Blick in die USA. Der Dow Jones hat am Wochenende oder beziehungsweise zum Wochenschluss wieder ein neues Hoch markiert. Zugewinn ist überschaubar ausgefallen. Auslöser waren einmal gute Konjunkturdaten. Zum anderen gab es natürlich vereinzelt gute Zahlen bei Unternehmen. Was nicht so gut gelaufen ist, sind Aktien, die im Gesundheitssektor ansässig sind, weil Trump Milliardenzahlungen an Versicherer einstellen will. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise Krankenhausbetreiber nach unten gelaufen sind. Der Aufwärtstrend beim Dow Jones nach wie vor intakt. Die Dynamik nach oben ist zuletzt etwas weniger geworden. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir möglicherweise auch eine Konsolidierung vielleicht mal sehen werden, die auch, was die technische Seite anbetrifft, eigentlich notwendig wäre. Wir sind jetzt schon weitgehend am oberen Ende des Trendkanals oder zumindest in der Nähe der oberen Begrenzung. Insofern ist eine kleinere Konsolidierung wäre dann auch einmal gesund. Was die Einzelwerte betrifft, wie gesagt, gute Zahlen bei Bank of America. Hier gab es ein 15-prozentiges Plus beim Gewinn auf 5,1 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal. Hat der Aktie einen schönen Zugewinn beschert. Aktie dürfte eigentlich auch weiter laufen. Hier um 22 Euro, 22,20 ist hier eine signifikante Widerstandsmarke, die, wenn nach oben durchbrochen wird, wir eigentlich Richtung 24 Euro erstmal laufen würden. Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass wir hier ein neues Hoch sehen werden, weil die Zahlen ja wirklich sehr gut waren. Und als Zinsprofiteur ist die Bank of America ganz klar ein Play, den man eigentlich im Depot haben sollte. Auch vom Wochenende noch News bei Tesla. Hier werden, ja, Zahlen sind nicht so ganz spezifiziert, zwischen 400 und 700 Mitarbeiter entlassen offiziell wegen schlechter Leistung. Deutet natürlich einiges darauf hin, dass man hier doch massive Probleme hat bei der Produktion vom Model 3. Aufwärtstrend zwar noch intakt, aber hier besteht schon Gefahr, dass die Erosion langsam anfängt. Also hier scheinen die Probleme doch größer zu sein, als man hier vielleicht öffentlich zugibt. Insofern würde ich hier etwas Vorsicht walten lassen. Ohnehin bin ich ja eher ein Skeptiker der Aktie, weil sie einfach zu teuer ist. Aber grundsätzlich ist es von der technischen Seite her noch kein Verkaufssignal aktiv. Insofern kann man erstmal abwarten. Auf der Kaufseite wäre ich jetzt momentan eher vorsichtig. Ja, auf dem deutschen Markt gab es heute Morgen schon News bei SLM Solutions. Zum einen wurde eine Wandelanleihe über 58,5 Millionen Euro erfolgreich platziert. Zum anderen hat man einen Auftrag aus Asien bekommen über 31 bis 48 Millionen Euro. Die Aktie dürfte heute die 200-Tage-Linie in Angriff nehmen und wahrscheinlich auch ein Kaufsignal generieren. Sprich, eigentlich von der technischen Seite her könnte es Richtung 40 Euro gehen. In der Branche passiert momentan ohnehin sehr viel. HP hat in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass man im Bereich 3D-Druck stärker Gas geben will. Das schürt zum einen natürlich Konkurrenzdruck seitens HP, zum anderen natürlich aber auch die Übernahmespekulation. SLM ist ja da ein heißer Kandidat und ich gehe davon aus, dass die früher oder später vom Tisch genommen wird. Insofern denke ich mal, sollte man das Kaufsignal dann durchaus auch umsetzen. Nachrichten auch aus der Flugzeugsparte. Bombardier, also einer der Wettbewerber von Airbus im Bereich Flugzeuge, will einen Teil der Modelle verkaufen. Das hat man früher schon mal gemacht. Bombardier hat arge finanzielle Probleme, musste auch schon den Staat um Hilfe anpumpen, der das Geschäft mit zu der Zusammen zur Zusammenlegung der Bahngeschäfte mit Siemens hat zuletzt nicht geklappt. Möglicherweise kommt jetzt Airbus bei einigen Flugzeugtypen jetzt zum Zug, die man dann quasi gemeinsam entwickeln wird. Airbus dürfte hier eigentlich mittelfristig profitieren. Wie gesagt, hat man in der Vergangenheit schon mal gemacht, wobei Airbus die Mehrheit hatte. Insofern denke ich, dass die Aktie nach der Konsolidierung hier absolut attraktiv ist im Bereich von, ja, vielleicht sollte man versuchen, im Bereich von 75 Euro hier im Bereich der Unterstützung zum Zuge zu kommen. Ich denke, die Aktie wird ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Ja, mit Blick auf den DAX dürfte es heute wieder mal, ja, einen Versuch geben, die 13.000-Punkte-Marke zu überschreiten. Ob das heute gelingt, wird sich zeigen. Wichtig ist es eigentlich nicht, was die markttechnische Seite anbetrifft, aber
Ich denke mal, für den psychologischen Faktor wäre es schon wichtig, dass wir diese Marke hinter uns lassen. Unabhängig davon sind wir nach dem starken Anstieg der letzten Wochen doch recht überkauft. Also eine kleine Konsolidierung wäre ja auch hier, ähnlich wie beim Dow Jones, durchaus gesund und auch nicht technisch gefährlich. Insofern warten wir mal, ob die 13.000 Punkte Marke heute fällt. Ich gehe davon aus, dass ja, viel Platz nach oben ist ja nicht mehr, um das zu schaffen. Insofern denke ich, dass es schon heute klappen wird. Das war's für den Moment. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen.